von Berlin. Muss ja jetzt wieder nach Haus. Prost! 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 Vergiss uns nicht, Bruder. Ich euch? Vergessen? Bestimmt nicht. Ihr müsst alle nach Berlin kommen. Also jedenfalls, wir zwei, meine Tochter und ich, wir kommen ganz bestimmt. Dann können Sie Mut Berlin zeigen, das heißt mir auch. Ich bin nämlich seit 20 Jahren nicht mehr in Berlin gewesen. Ich bin jetzt zum ersten Mal wieder herüber von Amerika. So schön, das ist die kurze Zeit in Wien. Ob es auch in Berlin so schön sein wird? Wer weiß, vielleicht. So lustig. So sorglos und so frei. Bei uns in Berlin. Schlag doch die ganze Bude in Klumpen. Ob es in Russland auch so anstehen müssen? Alles Dreck. Dann gehe ich eben nach Russland. Tillmann hat uns gesagt, da drüben hat jeder seine eigene Wohnung. Mensch, in Moskau? Da hat jeder seine eigene Villa. Hier hausen Menschen wie die Tiere. Scheißlich. Scheißlich? Das Elend ist unser bester Bundesgenosse. All das treibt die Kommune weg. Tausende sangen die Internationale, sperrten viele Stunden die Straßen. Hamburg gehört dem Proletariat. Das nimmt uns kein Gott wieder ab. Danke. Ich resümiere. Thüringen, Braunschweig, Sachsen, Hessen, ganz Mitteldeutschland ist rot. Das Ruhrland ist rot. Rot sind Bremen, Hamburg, Kiel, Lübeck, alle großen Städte im Norden. Auch Frankfurt, Mannheim. Feste Stützpunkte für die Sowjets. Drei Viertel von Deutschland ist in unserer Hand. Und der deutsche Michel hat es nicht einmal gemerkt. In München sieht's noch faul aus. Da reißt der Hitler das Maul auf. Hitler, Nationalsozialisten, Kinder und Narren. Auf München kommt's nicht mehr an. Nur noch auf Berlin. Was Berlin angeht, Norden, Osten, Mitte, sind fest in unserer Hand. Die Sozialdemokraten arbeiten uns vor und dann... Und dann weg damit. Genossen, nun gilt es den letzten Kampf. Jeder Tag muss etwas Neues bringen. Hungerdemonstration, Putsch in den Wohlfahrtsämtern, Ladenplünderung, ständige Beunruhigung. Die Polizei darf nicht aus dem Kleider kommen. Und vergessen Sie nicht, Genossen. Sowjets in Russland, Sowjets in Deutschland und die Welt gehört uns. Ja. Polen wird zwischen uns zerquetscht. Dann wird kein Staat in Europa mehr der roten Welle standhalten können. Dortmund hat angerufen. Die Kasse ist leer. Wird aufgefüllt. Geld spielt keine Rolle. Moskau! Kennt seine Pflicht. Eine Moskau!
mein Junge? Hm? Wie war's denn in Wien? Wien? Naja. Was gibt's denn hier Neues, Mutter? Och, nichts Besonderes. Mhm. Ja, doch, dein Chorbruder war ein paar Mal hier. Ach, Helmut Mehner. Mein Leibbursch. Ja. Ja, und sonst? Die beiden jungen Burschen haben wieder nach dir gefragt. Die von der SA. Mhm. Sag mal, willst du denn da wieder mitmachen bei der SA? Ja, natürlich. Für diese Idee muss man doch leben und arbeiten. Aber schließlich bist du doch Chorstudent. Sieh mal, dein Studium. So also sitzen Deutsche außerhalb des Reiches in ganz Europa. Der Versailler Vertrag, der uns den heiß ersehnten Frieden brachte, zog die politischen Grenzen des Deutschtums noch enger. Aber, meine Damen und Herren, bedenken Sie dagegen den ungeheuren Gewinn des Friedens. Mit engeren Grenzen wurden wir grenzenlos. Europäer sind wir geworden. Weltbürger. Wir sind nun gleichberechtigt in den Kreis der großen Kulturnationen aufgenommen. Das große Wort ist erfüllt. Nie wieder Krieg. Die Waffen nieder. Die Waffen hoch. Auf die Ventur. Very good. Herr Unparteischer, bitte um Bandagenpause. Herr Unparteischer, ich bitte um Silenzium für Eingangsschläger mit Mützen ohne Sekundanten auf 15 Minuten zur Austragung der NPB-Suite Normannia contra Borussia, erste Charge. Silenzium für einen solchen Gang. Wir haben es gerade gemacht. Gestern am Kehrgang wird nicht geschlagen, Gang von Mann ist bei mir. Gang von Mann ist bei mir. So! Auf die Ventur! Hey, Gestern war Gang. Auf die Ventur! Hey, doch jeder hier in Berlin. Wir haben Anzeige erhalten, dass bei Ihnen verbotene Zweikämpfe stattfinden sollen. Na, das ist mal neu. Zweikämpfe? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie den Saal vermietet? Ja, was denn sonst, Herr Waffmeister? Dafür ist er doch da. Also, Durchsuchung. Hier sollen Zweikämpfe stattfinden. Zweikämpfe? Keine Frage! Na, was machen Sie denn hier? Frisch auf, Herr Waffmeister! Jedenfalls warne ich Sie, Zweikämpfe sind im republikanischen Deutschland strengstens untersagt. Warum eigentlich? Weil sie eben untersagt sind. Auch ein Grund, Herr Landfrost. Eben und Schwinger sind verboten. Wir singen das Lied. Wir das Klavier. Der Gott der Eisenwachse ließ. Internationale. Da ist der Kampf. Nicht der bei uns, mit Komma und Fechtregen. Der wirkliche Kampf ist da. Da draußen marschiert der Feind. Ich sage dir, Leibusch, da geht's um ganz Deutschland da unten. Auf der Straße. Und da
müssen wir hinein ins Volk. Wir dürfen jetzt nicht abseits stehen. Es geht ums Ganze. Wir müssen kämpfen, Hand in Hand mit dem Arbeiter. Aber der Arbeiter will nichts von uns wissen. Wir sind doch für ihn eine ganz andere Klasse. Korpsstudent. Es darf eben jetzt keine Klassen mehr geben. Auch wir sind Arbeiter. Arbeiter der Stirne. Und unser Platz ist jetzt neben unserem Bruder, dem Arbeiter der Faust. Aber das sind ja Fantastereien, Hand. Ja! Hi, Moskau! Ob die's wohl schaffen? In Moskau geht's den Arbeiter gut. Essen, Arbeit, Kino. Na, was will denn der Mensch noch mehr? Mensch, quatsch doch nicht. Ich war drüben in Russland. Die Bonzen werden satt, die anderen müssen verrecken. Mensch, doch nicht. Zufrieden? Ach, noch nicht genug. Mehr müssen das sein. Peitsch dich auf. Gesehen? Nazis sind eingeladen. Wir haben uns eine halbe Stunde Redezeit bewilligt. Wer soll morgen sprechen? Westmar natürlich. Habt ihr eure Hemden und Strümpfe zurechtgelegt? Ich will sie waschen. Da drüben hängen sie. Zu Befehl, Herr General. Ganzen Tag und Nacht muss man sich für euch abmühen. Ruhiger werden, ja. Clara. Du bist aber unser lieber Kamerad. Ja, ist Nahdienst. Ist eben kein Blümchen pflücken. Ja? Wer ist da? Westmar. Wer? Westmar. Hallo. Herr Lebler. Herr Lebler. Tag, Clara. Tag, Hans. Immer fleißig, was? Ja, ja. Man hat seine Last beim ersten Sturm im Bombenschloss. Georg Bayer, 15. Sturm. Westmar. Du musst morgens zur Kommuneversammlung sprechen. Wenn Sie uns sprechen lassen. Wir haben uns Redefreiheit zugesichert. Na. Und Goebbels will, dass wir keine Gelegenheit auslassen. Es geht hier um Berlin. Um Berlin? Es geht um mehr. Ich soll dich zu unserem heutigen Sturmabend einladen. Kann heute leider nicht. Muss Fremdführer spielen. Bekannt aus Wien. Amerikaner, denen soll ich Berlin zeigen. Oh, dieses Berlin ist wirklich international. Man findet hier alles. Nur nichts Falsches. Das ist Berlin. Das ist Deutschlands Hauptstadt. Ich kenne es nicht wieder. Ist das nicht die Mottstraße? Hallo, halten Sie, Chauffeur. Dort um die Ecke, da war meine Stammkneipe vor 20 Jahren. Da habe ich manches gute Glas Münchner Bier getrunken. Ah. So sah unsere Kneipe damals aber nicht aus. Tja, es ist manches anders geworden in Deutschland. Ja, das scheint mir auch so. Kommt zu, Madame. Na, was haben wir hören wollt, die... Kommen wir noch auf uns, das ist mein Wort am Morgen. Richtig. Da, Sie kann man hier auch Deutsch sprechen. Wenn wir den Weinen, when I bid farewell to you, next door you'll find a girl who's just as well to you. Wenn eine Abschied nimmt, ist viel Platz im Haus, so viel.
Geben Sie mir Bier. Porto oder Ale? Münchner Bier. Wir führen nur englische Bier. Heute ist eine Flasche Mosel. Mosel. Sagen Sie, Agar. Verzeihen Sie. Gefällt es Ihnen hier nicht? Ich finde es riesig international in Ihrem Berlin. International? Sehr richtig. Bei uns kann sie alles haben. Kaviar aus Russland. Langusten aus Italien. Obst aus allen Tropen. Was der Herr braucht, darf nur aus England sein. Und die deutsche Lady bezieht alles aus Paris. Nur nicht aus Deutschland. Aber. Oh, hier geht es ja hoch her. Der Vater hat doch unsere Zeitungen recht, wenn sie schreiben, dass es den Deutschen glänzend geht. Den Deutschen? Ein paar Schieber sind die komplett geworden. Alles andere als auf dem Elend. Jedes Jahr 1 Million Arbeitslosen. Jeden Tag 100 Selbstmorde aus Hunger und Elend. Tina! Kapelle! Jetzt spielst du mal die Wacht am Rhein! Sie wollen uns allein lassen? Wieso, Hans? Ich kann nicht hierbleiben, Mut. Ich kann wirklich nicht. Nur eines sollen Sie wissen. Das da, das ist nicht Deutschland. Deutschland, glauben Sie mir Mut. Deutschland, das ist ganz woanders. Millionen mussten sterben. Und das da, das tanzt, seufzt, grölt. Kopf hoch. Oft denke ich auch, wir schaffen es nicht. Es ist zu spät. Aber es muss trotzdem gehen. Es muss gehen, weil es gehen muss. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, morgen Abend, 8 Uhr, Kommuneversammlung. Also, Genossen haben das. Was sich heute bei uns als Parteien breit macht. Die Zentrumsfritzen, ihr katholischen Pfaffen, die dicken Bäuche noch fetter anfüllen wollen. Wir! Die sozialdemokratischen Armeeher, die ihre Bonzen auf denselben Leibesumfang heraufmessen. Ja, uns die Straße streitig zu machen.
Straße gehört und... Warst du tot in die Hunde? Wehkutscher! Wir streiten das hier! Wir werden diese verschissenen Hunde, wo wir sie treffen, zu Brei zu schlagen! Darum hinein in die KPD! Es lebe das Vaterland der Arbeiter! Es lebe Sowjetrussland! Genossen, wir haben den Nazis zugesagt, dass einer von ihnen in dieser Versammlung sprechen darf. Also hört euch ruhig das Geseiche mit an. Da könnt ihr mal lachen. Also, wer von den Herren Braunhemdchen? Ach, der Westmann, Mutter zu Tod. Kurz bitte. Wer bezahlt ihr denn? Deutsche Volksgenossen! Grüner Lause, Junge! Jawohl, stimmt! Bin aus hier, Junge! Aber wir Jungen sind es ja, die durch ihr ganzes Leben für das einzustehen haben, was in Deutschland vernichtet wurde. Alle sind daran schuld! Bürger wie Proletarier! Vor allem aber ihr roten bolschewistischen Volksverführer! Euch, Arbeitsgenossen, euch deutschen Arbeitern, seit Jahr und Tag die Rucke verlügen! Genossen, auf diese freche Provokation antworten wir mit einem dreifachen... Nein, ich bin Reichstagsabgeordneter, KPD. Vielen Dank. Scheint so los zu sein für heute. Jede Nacht das Film, man weiß nie, wie man nach Hause kommt. Mensch, das war eigentlich. Albert, los, auf morgen. Albert, Felder. Feierabend, Leute. Herr Hitler. Also ich warte ja noch 5 Minuten bei Fiedlers Wohnung, bis du zu Hause bist. Gut, wenn irgendwas los ist, pfeifen. Jawohl. Ach, es wird schon nichts passieren, also. Herr Hitler. Du, pass auf, Nazi.
Schon genaue Nachrichten über den heutigen Abend? Verwundete, auf beiden Seiten. Ein Toter bei den Faschisten. Unsere Leute schlugen ihm den Schädel ein, warfen ihn in den Landwehrkanal. Da versopp das Aas. Eine ganz unnötige Roheit. Roheit? Sie müssen sich Ihre Gefühlsduselei abgewöhnen, Genosse Ross. Härter werden. So züchten wir Fanatismus. Bei den anderen. Ihre Meinung interessiert mich nicht. Überlassen Sie die Regie ruhig Moskau. Ich sage Ihnen, Genosse Ross, diese versoffene Ratze wird ein warnendes Beispiel sein. Da verkriechen sich die braunen Mäuschen in ihre Löcher. Kameraden! Wir verkriechen uns nicht! Unser heutiger Marsch ist der Protest gegen die Ermordung unseres Kameraden. Wir wissen, wo die Schuldigen sitzen. Unser Marsch geht über den Bülowplatz am Karl-Liebknecht-Haus vorbei. Schildern! Heil! Heil!
Befehl vom OSAF. Du wirst als selbstständige Trupp übernehmen. Friedrichshain. Wir müssen endlich im Osten festen Fuß fassen. Alles gut. Danke, Stamm. Unser Führer! Alle Fettler! Ein anderes! Heil! Heil! Hast du noch nicht bald genug von Berlin? Ja, von Berlin schon. Aber... Aber? Ach, dein junger Freund, ja, den möchtest du wohl gern wiedersehen. Na, wenn er sich nicht meldet, ruf doch mal bei ihm an. Ich hab's ja getan. Aber er ist nie da. Na, wo ist er denn? Hat wohl was anderes zu tun. Mann. Sie kennen mich? Wir kennen Sie alle bei uns. Camilo Ross heiße ich. Hier muss Schluss sein mit den Nazis. Gehen Sie nach dem Westen. Der Osten gehört uns. Hier ist mein Feld. Bei den Arbeitern. Was verstehen denn Sie vom Arbeiter, Sie Vorstudent? Nur der Prolet versteht den Proleten. Nur der kann ihn führen. Sie! Sie kommen nie ins Volk. Nie. Warten Sie ab. Nochmal, Junge. Alles gepackt? Ja. Du, Mutter. Ich verreise nicht. Was? Ja, sieh mal, Mutter. Ich muss hinein ins Volk, wenn ich für unsere Idee wirken will. Tief in die Massen hinein. Leben wie sie, arbeiten wie sie. Arbeiter willst du werden? Jawohl, Mutter, Arbeiter. Irgendein Arbeiter. Stirn und Faust. Aber du bist doch Student. Hier, Mutter. Hier, lies mal. Hier. Welcher will groß werden unter euch? Der soll euer Diener sein? Siehst du, Mutter? Das ist es. Dienen. So wie es unser Führer. Da, Hans. Habt ihr die Sterne aufgesetzt? Danke, Clara. Bitte. Da, Trupp. Führer Westmar. Trupp. Friedrichshain. Oh, ist schöne Scheiße. Friedrichshain, die gefährlichste Gegend von ganz Berlin. Stimmt. Der ganze Trupp. Nur 12 Mann stark. Aber ein großer Sauhaufen. Ich merke doch alles. Heute fange ich an. Habe die Kerle für abends bestellen lassen. Werbeabend. Danach werde ich sie kennenlernen. Kommst du hin? Selbstverständlich. Einer ist Fettzähler. Sag dein Kerls, sie sollen die Knochen zusammenreißen. Jetzt weht ein anderer Wind. Jawohl, Truppführer. Wie stark ist der Trupp? 12 Mann, Truppführer. Er macht nichts. In ein paar Wochen sind wir 100. Verlass dich drauf. 100 Mann in 3 Wochen am Friedrichshain. So geht das nicht weiter mit diesem Hans Westmar. Ich habe ein Mädel herbestellt, die ein Kind. Agnes heißt sie, Tochter eines braven Genossen. Lassen Sie reinkommen. Eines braven Genossen. Ein Trunkenbold ist das. Letztes Gesindel. Lass das Gesindel in Ruhe. Das brauchen wir. Das spielen wir raus, wo es Not tut. Fräulein. Sie kennen diesen Hans Westmar. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Gut. Dann werden Sie ihn jetzt öfter sehen. Stell dich doch nicht so dämlich an. Ist doch eine echte Genossin. Hörst doch zu uns. Ja. Was soll ich denn tun? Ihn treffen. Mit ihm sprechen. Und uns erzählen. Macht. Verstehst du? Ja.
Alles wollen wir von ihm wissen. Was er will, wie er lebt und wie er so treibt mit seinen SA-Hunden. Tja, wo soll ich ihn denn treffen? Ist doch leicht zu finden. Ist doch jetzt Chauffeur. Machen wir schon. Komm. Chauffeur. Dieser Herr Studiosus ist jetzt Chauffeur. Herr Littler. Hitler. Unser Trupp ist zum Sturm ernannt. Von dem Sturm soll Berlino sprechen. Er geht zum Staff. Er soll mir Bescheid geben wegen der sportlichen Übungen. Jawohl, schon, Führer. Hi, Littler. Hi. Hallo. Prost. Ich habe Sie schon mal gewarnt. Suchen Sie sich eine andere Jägerin für Ihren Sturm. Berlin ist und bleibt rot. Nicht mehr lange. Wer uns hier stört, der muss weg. So oder so. Muss er? Er muss. Was wollt denn hier? Ach, nichts Besonderes. Na, ich muss weg. Zu meiner Taxin. Herr Littler. Schade um Jungen, was? Schade? Es geht um die Kommune. Da spielt ein Menschenleben keine Rolle. Hotel Adler. Du Papa, ist das nicht? Westmar. 2,40 zurück. Warum haben Sie so lange nichts von sich hören lassen? Sehen Sie doch. Sie arbeiten? Chauffeur, wie Sie sehen. Ah, werkst du denn? Aber Sie werden ja ganz nass, kleine Mut. Antworten Sie doch. Kein Geld mehr zum Studium? Aber nein. Mein Vater hilft Ihnen. Kommen Sie doch herüber. Drüben, in Amerika. Drüben? Mein Platz ist hier. Ja, sehen Sie, Mut. Wir sind nur ein kleines Häuflein. Aber wir bringen eine große Botschaft für alle. Deswegen ist aus dem Student ein Chauffeur geworden? Jawohl. Wir müssen nämlich tief hinein in die Massen. Müssen sein wie Sie. Arbeiten wie Sie. Und dann werden wir schaffen. Wie lange? Ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Und dann? Aber bis dahin? Wollen Sie mir schreiben, wenn Sie mich brauchen können? Gern, kleiner Mut. Ist es Ihnen so, um unser deutsches Volk zu tun? Nein. Nur um Sie.
die Kommune. Deshalb muss jeder von euch Kräfte für 50 haben. Hier draußen, bei den sportlichen Übungen, sollt ihr die Kräfte sammeln. Hier sollt ihr zu den Armen werden, die der Führer braucht. SA, Marsch! Na schön. Stoppführer, zu mir. Stoppführer zum Stopp! Absetzen lassen, in Linie zu zwei Gliedern antreten lassen. Danke. Noch nicht lange, was? Erste Woche. Man gewöhnt sich an alles, wenn es sein muss. Winter! Da, Emil, lies mal. Das ist nur gestern passiert. Junge, die braune Mordpest. Wenn ich davon ihn erwische. Brauchst nicht weit zu loben, der ist sogar Sturmführer bei dir. Was? Mal her. Du bist bei den Nazis, die auf wehrlose Arbeiter schießen? Was ist denn hier los? Ein Nazi. Da sitzt ja das Nazi. Ich will eine Antwort. Ja. Steht's da drin? Hier, schwarz auf weiß. Alles gelogen. Los, lies mal. Ich hoffe, dass die rote Fahne liegt. Los, lies mal. Faschisten überfallen.
SA schießt auf wehrlose Arbeiter. Ja, was ist denn? 5 Tote, 9 Verwundete. Nischbande. Darunter 2 Kinder. Kinder? Das ist nicht lahe. So ein Schwindel. Bin da selber dabei gewesen. Wisst ihr, womit die Nazis geschossen haben? Ja. Mit dem Auspuff, Mensch. Erzähl du mal. Wir werden doch wohl glauben, doch ein alter Rotfrontler. Natürlich, wohl die längste Zeit gewesen sind. Ich lass mich nicht verkohlen. Oh, von der Rote Fahne nicht. Ja, und recht. Wenn er dabei gewesen ist, muss er das ganz genau wissen. Bleiben die Nachrichten. Soll das heißen, du bist die? Was? Willst du uns helfen oder nicht? Sonst? Ja, ich will ja. Ja, wenn ich nur wüsste, dass es bei euch wirklich so ist, wie du sagst. Ja, dann komm doch heute Abend mal mit zu uns. Sieh dir unsere Jungs mal an. Na, bloß mal so hinhören. Gut, abgemacht. 8 Uhr. 8 Uhr. Ja, man kann nicht, man kann das nicht wissen, wie was da los ist. Hier wohnt er, der saubere Herr Westmar. Er muss gleich kommen, ansprechen und dann genau einen Bericht. Ich bin die Agnes. Wissen Sie von Mexiko? Ach, richtig. Na, wie geht's denn? Herr Westmar, ich muss Ihnen etwas Wichtiges sagen. Bitte? Aber nicht hier. Na schön. Und darum müssen Sie vorsichtiger sein. Man beobachtet sie. Aber was? Weiß genau, wann sie kommen und gehen. An jeder Ecke wird aufgepasst. Woher weißt du denn das? Ach so. Du gehörst zu der Roten Clique, ja? Herr Westmar! Herr Westmar! Herr Westmar! Ja, sag mal, warum erzählst du mir das eigentlich alles? Sie sind doch der einzige Mensch, der... Ja. Einmal gut zu mir war. Strom! Ach, Herr Westmar. Na, Frau Salten? Ich wollte nur die Milchflasche. Die Milchflasche. Nazi-Schwein. Gehen Sie doch fort von hier. Eine Sache. Aber für dich keine Schwinde. Wenn die nämlich gehört hat, was du... Ach, ich. Ja, was ist denn? Man kann ja immer noch ins Wasser gehen. Bist du toll, Mädel? Zu denen gehe ich nicht zurück und zu euch gehöre ich ja auch nicht. Also diesmal muss es klappen. Berlin muss unser werden. Schlafen Sie nicht draus. Wachen Sie auf. Antworten Sie mir nicht, dass Sie 8 Tage lang nicht ins Bett gekommen sind. Ich weiß das. Schlafen Sie meinetwegen Sonntagnacht. Nach der Wahl. Diese letzten 3 Tage. 3 Tage nur. Trennen uns von der Wahl. Kameraden. Es darf keine Straße mehr in Berlin geben, in der nicht unsere Plakate kleben, in die nicht unsere Flugblätter fliegen, in der nicht unsere Sprechchöre dem Säumigen in die Ohren trompeten. Kameraden, ich weiß, dass das schwere Tage sind, aber SA-Männer kennen keine Ruhe, wenn es gilt, unsere Bewegung vorwärts zu tragen. Stillstand! Unserem Führer Adolf Hitler und unserem Dr. Goebbels ein dreifaches Halt!
Sozialisten sind somit von 39.000 der letzten Reichstagswahl auf 132.000 gestiegen. Mensch, was ist denn los? Du machst ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter. Wir haben doch gesiegt. Sieg? Sozis und Kommune haben zehnmal so viel Stimmen als wir. Na, dann schaffen wir es eben das nächste Mal. Einmal, wenn noch all die Augen aufgehen. Das nächste Mal, ja, immer das nächste Mal. Er hat die Nerven verloren. Ausgerechnet Hans? Er ist krank. Oh, was ist denn? Bist du krank, Hans? Ah, geht schon vorüber. Wer hat mir denn das da reingesteckt? Was steht denn drauf? Tod allen Faschisten. Bei uns da gibt es kein Hindernis, ja bei uns da muss alles reichen. Ja, wo andere greifen vergeblich an, da zieht man den Pimpel Strom heran. Ja, wo andere greifen vergeblich an, da zieht man den Pimpel Strom. 404.758, 1928 440.132. KPD 565.595, 1928 611.307,
45.000 Stimmen weniger. Das ist ein Skandal. Da, weil ihr euch alles gefallen lasst. Dieser Wisswart nimmt euch die Wähler straßenweise weg. Ja. Wenn ihr so weitermacht, dann haben wir das nächste Mal noch viel weniger. Dieser Hans Westmar sprach heute sein Todesurteil. Fertig. Was dafür, Fiedler? Und das hier für Staffi. Gut. Und dann weißt du, hol mir doch noch ein Glas Milch. Ja. Allein zu Hause ist, dann sagen Sie uns sofort Bescheid. Mir oder Köhler. Sie kennen ja die Kneipe der Roten Clique. Dann wird er erledigt. Ja. Agnes. Jetzt ist er allein. In 10 Minuten habe ich die ganze Clique hier. Der Deutsche weit wollen wir den Weg zur Freiheit fahren. Ich stehe hier nicht. Na, was denn? Die Gelegenheit kommt nie wieder. Ach, Unsinn. Macht schon. Und dann müsst ihr euch jetzt Mut ansaufen. Das ist ein Wort. Alles, 5 Korn, das Fräulein zahlt. Proletarier aller Länder, besauft euch. Niemals. Und darum musst du zu deiner Mutter. Nicht eigensinnig sein. Du musst nach Hause. Hast du alles, was du brauchst? Bis nach Tagen wieder auf dem Damm. Kabel nicht hoch, komm. Du? Ich? Wenn du nur gesund bist. Wir sorgen schon für sie. Komm, was? Zu Tode. Er muss weg. Tja, er muss weg. Also. Also Hans, der Hohe Rat hat beschlossen... Ach, das seid ihr wohl, der Hohe Rat. Du gehst nach Greifswald für ein paar Semester, baust dort ein Examen. Siehst dort die SA auf. Ich sprach mit Dr. Goebbels, mit dem Odaf. Sie sind einverstanden. Aber Staff, mein Sturm ist heute der Beste in Berlin. Nach Greifswald also... Ja, bitte. Nun gut. Vielleicht habt ihr recht. Und du besuchst ihn gar nicht? Da gehöre ich nicht hin. Na? Na? Wie geht's ihm? Ach, glänzend. Ist schon wieder auf. Na, da wird er ja bald kommen. Hörst du, das glaube ich nicht. Nach Greifswald, oder? Greifswald? Greifswald. 8.24 Uhr morgens. Ja, das ist der beste Zug. Ich werde dich schon wecken zur Zeit. Also bis nachher, Mutter. Wieso willst du denn noch fort? Nur einen Sprung. Auf meine Bude, meine Sachen hoch. Aber die könnt ihr doch deine Kameraden bringen. Lass nur, Mutter. Da ist auch noch ein Abschied. Also um 9 Uhr. Um 9 Uhr. Wieder da. Sie dachten wohl, der Teufel hätte mich geholt, was? Oh Gott, ich dachte, das ist Ihnen ein Treffer. Oh. In einer Stunde sind Sie mich ganz los. Morgen verreise ich. Was soll das hier sagen? Am Rad
Stunde. Kinder. Los, lange Strecke. Wie viel sind wir? Fünf. Mehr als genug. Und ich klicke aus der Mulachstraße. Westmar? Westenwetten schon wieder. Mensch, den kennst du nicht? Den kennt doch ganz Berlin. Mensch, wo ich gestern erst aus Ferien gekommen bin. Wie lange hast du denn hier schon? Wie Jahre. Du kommst schon los. Völker her, die sind da. Ein Sturm. Aus allen Berufen habe ich sie geholt. Aus allen Schichten. Die glauben an mich. Und ich soll sie im Stich lassen? Jetzt, wo der Kampf jetzt richtig losgeht? Nein. Los! Und darum bleibe ich. Und aus meinen 100 Mann müssen 1000 werden und 10.000. Und jeder wird Feldler. Jeder wird für die Freiheit. Da wird ganz Deutschland kommen. Da kommt der Tag. Ja, ja, Kameraden, komm schon. Überlebt, dann... Kann ich ihn sehen? Haben Sie die Ausweise der Herrschaft? Alle Parteibücher. Ich habe sie vernichtet. Von denen gehört keiner mehr zur KPD. Ich sag doch, ich für meine Person kann da nicht mehr mit. Immer noch so deutsch, Genosse Ross. Machen Sie doch nicht lächerlich. Seit Jahren arbeite ich für die Partei, weil ich an die Heiligkeit dieser großen Idee glaube. Und haben immer noch nicht begriffen, dass Moskau jedes Mittel dafür recht ist. Danke. Was? Operiert? Wo liegt der? Pavillon 7. Er lebt noch, der Westmar. Lebt noch. Und die Ärzte?
werden ihn womöglich gesund flicken. Das werden sie nicht. Wenn die Kommune verurteilt hat, der stirbt. Verstanden? Kupferstein? Ich werde sofort Maßnahmen treffen. Verstanden? Genosse Ross. Na, Frau Salm? Oh, Sie brauchen Erholung, nicht? Die kleine Rheinreise, wie? Morgen früh. Ich bringe Sie zur Bahn. Reisegeld? No. Fahrkarte, zweite Klasse? Recht so, recht so. Sie gehen nach Prag. Die Rote Hilfe nimmt Sie in Empfang. Und Sie? Bibel? Und Sie gehen nach Amsterdam? Ja, ich gehe noch. Und Sie? Sie gehen nach... Heute Nacht Attentat auf Bettmar geplant. Krankenhaus, seht euch vor. Was, auf den Tod kranken? So viel Gemeinheit gibt's doch gar nicht. Unmöglich. Bei der Kappe, die ist nicht unmöglich. Fall ich mal, Krankenhaus. Was ist denn? Nichts. Schlaf, mein Junge. Schlaf. Mutter. Ja. Mir träumte Saal, Schlacht. Nicht den Mut verlieren. Dr. Goebbels war gestern bei mir. Wisst ihr, was der sagte? Das mit dem Fieber, das sei wie mit unserer Freiheitsbewegung. Zwei lange Jahre lag sie in der Krise. Im Fieber. Und nun geht's aufwärts. Ganz stark. Ganz gesund ist sie heute. Die Zeit ist erfüllt. Doktor. Wird er durchkommen? Können wir ihn nicht noch einmal sehen? Oder nur an seiner Tür vorbeigehen? Ganz leise? Ja. Mein Junge.
Deutschland. Bankkreuzfahnen sind untersagt. Lass Sie das Ding da sofort entfernen. Die Fahne? Bleibt. Damit das Begräbnis eben nicht stattfinden. Will mal sehen, wer hier zu bestimmen hat. Herr Kommissar, auf der Straße haben Sie die Macht. Dies ist meine Wohnung. Hier bestimme ich. Standartenführer, bitte. Ich mache darauf aufmerksam, dass nach einem Erlass des Herrn Polizeipräsidenten verboten ist, dass Fußgänger dem etwa absichtlich langsam fahrenden Trauerwagen folgen. Die Polizei wird rücksichtslos gegen jeden SA-Mann vorgehen, der diesem Verbot zuwiderhandelt. Verstanden? Wir werden den Herrn Polizeipräsidenten Sergejewel keine Gelegenheit geben, die Würde des Trauerzoos zu stören. Verstanden? Grenze über die Fahne.
aber wird es heißen, die Fahne hoch, und die Fahne wird wieder steigen vom Tode hinauf zum leuchtenden Leben, und mit ihr wird ein Geist emporsteigen aus der Gruft, wird eingehen in uns und wird in unseren Reihen mitmarschieren, wenn wir einst die Macht ergreifen für des neuen Reiches Land und Herrlichkeit.